Man geht in jedem Bereich unserer hochspezialisierten Gesellschaft davon aus, dass Experten sich zu ihrem Gebiet, über das sie durch Forschung Expertise besitzen, äußern. Nur in der Philosophie ist es anders. In der Philosophie werden, und ich spreche nun von der medialen Sichtbarkeit der Philosophie, nicht von der universitären Forschung, in der Philosophie werden oftmals Menschen ohne spezifische Vorkenntnisse oder mit sehr schwacher Durchdringung ihres Faches zu angeblichen Experten gemacht, durch eine unverhältnismäßige und im Rahmen ihrer fachlichen Qualifikation unverdiente mediale Aufmerksamkeit, die wie ein Scheinwerfer auf sie gerichtet wird, sodass ihre privaten, oftmals philosophisch unprofilierten Meinungen gleichsam vergrößert und künstlich aufgebaut werden und im Lichte einer Philosophie betrachtet werden, was natürlich falsche Erwartungen weckt, die nicht eingelöst werden können. Meines Erachtens ist das eine Fehlentwicklung. Wir sollten von dem Standpunkt, der oftmals so Common Sense in der allgemeinen Bevölkerung gilt, jeder könne philosophieren, abkommen. Wir brauchen meines Erachtens wirkliche Experten, wir brauchen auch Experten, die die öffentliche Diskussion mitgestalten. Natürlich ist jeder Mensch oder fast jeder Mensch, ich würde es nicht allgemein formulieren, fast jeder Mensch begabt zum Philosophieren, insofern er als rationales Wesen sein Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen natürlich auch gegenüber anderen rechtfertigen kann und seine Entscheidungen sprachlich darlegen kann und zur Diskussion stellen kann. Aber das alleine rechtfertigt nicht eine Selbstberufung als Philosoph in einer vorbildlichen Weise. Wer in der medialen Kultur als Philosoph auftreten will, der sollte meines Erachtens dringend dieselbe fachliche Expertise nachgewiesen durch Studium und Forschung haben, wie diejenigen, die sich in anderen wissenschaftlichen Bereichen als Experten darstellen. Das Problem ist, dass durch eine Überfrachtung unserer medialen Sichtbarkeit durch Laien auf philosophischem Gebiet nicht nur das Bild und das Ansehen der Philosophie in der Öffentlichkeit leidet und verzerrt wird, da die Erwartungen geweckt, aber nicht eingelöst werden können, sondern auch, dass sich oftmals gerade bei fachlich nicht stark profilierten Menschen eine ausgesprochene Anbiederei an kleinbürgerliche, kulturpessimistische Ängste zeigt. Wir sehen das bei Menschen, die wenig eigene Forschung betrieben haben und die Anstrengung des eigenen Denkens im Bereich der Philosophie kaum unternommen haben, die irgendetwas kompilieren oder mehr ihre privaten biografischen Dinge darstellen, dass diese Menschen, wenn es dazu kommt, Privatmeinungen zu veredeln als angebliche Philosophie, oftmals nur kulturelle Ängste bedienen, Fortschrittsangst bedienen, vor Technik warnen, alle Errungenschaften der Moderne und der Postmoderne geringschätzen und in dieser Weise sich in einem Gleis bewegen, das einfach retrograd ist, das kleinbürgerlich ist, das Ängste streichelt und vom Erkenntnispotenzial her sehr schwach ist. Es ist sogar derartig stereotyp, dass man gleichsam einen Baukasten erstellen kann, nachdem der deutsche Philosoph oder der deutsche von den Medien als Philosoph dargestellte Mensch bestimmte Kriterien erfüllen, bestimmte ideelle Standpunkte einnehmen muss, um erfolgreich zu sein. Ja, so ein unbegründeter Kulturpessimismus, eine Glorifizierung der Romantik, eine Überbetonung des Gefühls, eine unsubstanziierte Abwertung des Intellekts und so weiter. All das macht Stereotyp diejenigen Persönlichkeiten oder viele der Persönlichkeiten aus, die heute als sogenannte Philosophen im deutschen Fernsehen und in der deutschen Medienlandschaft erfolgreich sind und die Meinungen vertreten. Meinungen, die sie aber offensichtlich weder aus der Tradition des vernünftig Gedachten schöpfen, noch auch durch eigene Forschung ergründet haben, sondern die meines Erachtens nichts anderes sind als eine Anbiederei an kleinen. Kollegen, aufgrund der ärgerlichen Tatsache, dass in jüngster Vergangenheit sogar Kolleginnen versuchen, Medienpräsenz auf dem Gebiet der Philosophie zu ertrotzen,
werde ich heute für uns alle die allgemein bekannten Kriterien des Erfolgs als mediengerechter Philosoph wiederholen. Wie werde ich in Deutschland ein anerkannter Philosoph mit überbordender Medienpräsenz? Da gibt es 10 Kriterien. Sie müssen eine Menge mitbringen. Erstens, männliches Geschlecht. Zweitens, ein unerschöpflicher Zitationsvorrat aus Medien wie Blöddeutsche und Arte. Drittens, mindestens ein Buch aus ihrer Feder, das sich an die Rezipientengruppe von 13-Jährigen richtet. Warum bin ich und wie lange noch? Viertens, ein unverbrüchlicher Hass auf moderne Technik, insbesondere auf das Internet, vor dessen Gefahren sie bei jeder Gelegenheit nebulös warnen. Fünftens, kulturpessimistische Schablonen en masse. Sechstens, eine Glorifizierung der Romantik. Siebtens, eine Idealisierung der Intuition und eine prinzipielle Überlegenheitserklärung des Gefühls über den Intellekt. Achtens, eine unwiderstehlich stereotype körperliche Präsenz, die nicht kritisiert wird, denn eins, sie sind ein Mann, ihr Körper ist keine Projektionsfläche von Gewalt. Neuntens, mindestens ein Sprachfehler. Zehntens, eine vollkommene Überzeugung, jedes ihrer Worte würde Weisheit bedeuten, wobei eine besonders nebulöse Formulierungsweise hilft, denn der Deutsche glaubt im Allgemeinen, wenn sich etwas dunkel darstellen ließe, dann ließe sich auch viel dabei denken. Je nebulöser sie reden, umso tiefsinniger erscheinen sie ihrem Publikum. Diese 10 Kriterien machen den deutschen Philosophen in seiner medialen Präsenz. Das sollen Sie erstmal nachmachen, Frau Kollegin. Bürgerliche Zukunftsängste und Fortschrittspessimismus, das ist meines Erachtens keine Philosophie. Wir sind da auf einem schlechten Weg. Ich will Philosophenrunden im Fernsehen und überall, die mit Experten geführt werden, mit wirklichen Experten aus der Forschung, die etwas zu sagen haben, die auch unpopuläre Meinungen haben, die das Rückgrat haben, ihre Ansichten durchzusetzen, auch gegen den Protest durchschnittlichen Zuschauers, der sich vielleicht nicht in seinen Befindlichkeiten bestätigt. Aber das hat mit Philosophie nichts zu tun. Philosophie muss mutig sein. Nietzsche sagt, wir werden Versucher. Wo sind die Versucher? Es gibt keine Versucher. Es gibt nur die Versuchung heutzutage, marktgerechte Schablonen zu produzieren. Und das ist falsch. Das ist in keiner Weise mit dem zu verbinden, was Philosophie eigentlich heißt. Ein mutiger Aufbruch zum Projekt der Erkenntnis.